Vielleicht auch mit einem Seitenblick auf Streich. Freistoßmöglichkeit. Berner. Das Publikum geht mit. Verkauteren. Vandenberg. Nein, der Ball wurde mit der Hand mitgenommen von Van der Elst. Dafür kann es auch eine Verwarnung geben. Die Fahne war sofort oben. Achtung. Vandenberg. Und eindeutig mit der Hand Van der Elst. Vandenberg. Van der Smissen. Köhlemans. Und die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da. Van der Elst. Nach Ballverlust von Liebers. Dieser Konter. Köhlemans. Schnupphase ist nicht bei ihm. Und ein Kopfballtorpedo Van der Elst schlägt ein. Und das nach 36 Spielminuten. Noch einmal aus dieser Perspektive. Mutterseelen allein. Aufsetzer. Keine Chance für Rot-Weiß-Leid. Streich. Eine Möglichkeit zum Schießen. Er fackelt auch nicht lange. Aus der Torperspektive. Wieder kein Dribbling, der Pass. Kühn. Und Richter hat die Möglichkeit. Acht Minuten in der zweiten Halbzeit. Kühn, geschicktes Prallen lassen. Richter. Van den Berg auf Köhlemans. Van der Elst sprintet in die Gasse, hat auch den Ball. Van der Smissen kopfballstark und Van der Elst. Ein Konter, wie er im Buche steht. Perfektes Umkehrspiel. Und Van der Elst, der Torschütze, zum Dörner Freistoß. Und Stamann. Hier hat er seine Kopfballstärke ausgespielt. Der lang aufgeschossene Magdeburger. Liebers auf Heun. Erster Ballkontakt des Erfurters. Streich. Und Glanztat von Mignon. Aber ich muss auch sagen, der Erfurter Heun, geschickte Körpertäuschung vor. Guck. Und Vandenberg. Wo ist Stamann in diesem Moment bei ihm? Hier sprintet Vandenberg hinein. Stamann bleibt wie versteinert stehen. Und damit 0:2. Verkauteren. Praktisch im Rücken von Stamann läuft sich Vandenberg in die Schussposition. Sehr schöner Schuss. Sehr schöner Schuss von Streich. Für meine Begriffe bisher in der Gesamtwertung der beste DDR-Spieler. Dörner und Streich stehen bereit. Abgefälscht und Tor! Na, wer sagt's denn? Wenigstens in seinem 90. Länderspiel, das 49. Länderspieltor. Achim Streich.
Ihm ist es auch am ehesten zu gönnen. Achten wir darauf. Vom Arm abgesprungen, unhaltbar für Fehler von Liebers. Und die Riesenmöglichkeit für die Belgier zum 3:1. Und Glück gehabt. Erwin Vandenberg, Torjäger Nummer 1 in Belgien. Eigentlich nur Streich, der die vielfach gut geschlagenen Pässe von Dörner aufnahm und eine Gefahr für die belgische Deckung darstellte. Aber jetzt, vielleicht hat er es nochmal und trifft nur die Latte. Aber er unterstreicht eigentlich nur meine Worte. Von ihm allein ging jene Explosivität und Torgefahr aus, die man sich von allen Stürmern gewünscht hätte. Die Szene nochmal. Kuck. Und sofort aus der Drehung. Und das Spiel ist aus. Ich habe versucht, alles zu sagen. Belgien gewinnt gegen die DR-Mannschaft mit 2:1 und vom Zentralstadion gehen wir zurück nach Berlin.